Ah, wo sind wir denn heute unterwegs? Ja, heute sind wir bei mir hinter den Bienen. Ja, die Bienen sind da unten, da ganz unten. Und heute will ich mir einfach mal anschauen, wie weit ist die Natur. Werde ich mir auch über die Vogelperspektive mal anschauen, das Ganze, über die Drohne und natürlich einfach ein bisschen spazieren gehen. Ja, bei mir ist hier ganz viel rund ums Grundstück von diesem Heckenzeug. Da ist ganz viel Weißdorn und ach, alles Mögliche ist da drin. Was sehr gut ist, aber für die Frühtracht weniger. Das ist eher so, ja, Sommertracht, was halt so im Sommer reinkommt. Ja. Die Hecken sind auch sehr geliebt vom Wild, also von Rehen, Hasen. Da ist alles voll da drin. Also es ist eigentlich selten, dass da keine da sind. In der Regel ist ja alles voll. Aber es sieht hier oben noch wirklich sehr, sehr trist aus. Ich habe es mir heute mal freigenommen und bin mit dem Auto raufgefahren, das Grundstück. Ja. Sonst, da laufe ich mir einen Wolf, da einen Berg rauf, beziehungsweise die ganze Kameratechnik. Und dann ist es jetzt ziemlich, ja, ein bisschen matschig, schlammig. Und ja, da glaube ich, ich weiß nicht, ob die Kamera dann heil hier oben ankommt. Naja, jetzt schauen wir mal, ob man was blühen sieht. Diese Teile hier, das ist alles voll hier oben seit letztem Jahr. Da haben sie da vorne eine Wiese angelegt. Das ist ein reiner Blühstreifen, der darf auch nicht gemäht werden. Also der bleibt von Anfang bis Ende genauso, wie jetzt ist. Zu dieser Frage, wird der dann einmal abgemäht und liegen gelassen, dass die Samen wieder aufgehen? Da bin ich gespannt. Also da bin ich dieses Jahr wirklich gespannt. Wäre cool, wäre eine geile Aktion von denen. Das kommt ein sehr guter Mischhonig raus. Sehr viel Wildblumen und so. Das ist immer guter Honig, finde ich. Und auch für die Bienen ist das gut. Es wäre cool, wenn mehr da wäre, was länger blüht, also viel weiter in den Winter rein. Dann könnte ich mal einfach mehr drin lassen bei den Völkern, ohne dass ich Angst haben muss, dass die Völker das nicht vertragen. Jetzt gibt es einen kleinen Cut, weil da kommen Leute, die wollen bestimmt nicht gefilmt werden. So, jetzt gehen wir wieder weiter. Weil mich interessiert eigentlich der Hauptgrund, warum ich hier oben bin. Das ist da vorne, ob da jetzt wieder Raps ist. Weil letztes Jahr war ja der Raps da gegenüber, da drüben. Und normalerweise ist dann der Raps da vorne gleich, da vorne. Und das will ich eigentlich jetzt mal checken, ob da Raps ist. Wenn nicht, ist auch nicht so dramatisch, aber nicht, dass es wie letztes Jahr dann einfach übersehe und denke mal, was ist jetzt los? Tracht ohne Ende. Also ich führe zum Beispiel die Völker, wenn viel Raps in der Nähe ist, führe ich die Völker schon ein bisschen anders, also strenger, wesentlich strenger, weil ich einfach den Schwarmtrieb gar nicht, ja, ich mache wesentlich früher, wenn Raps da ist, normalerweise, ich fange wesentlich früher das Schröpfen an. Ich gebe gleich mehr Platz. Es kommt halt immer darauf an, ob das Wetter mitspielt. Wäre jetzt Raps da und das Wetter passt halt überhaupt nicht, dann kann man das natürlich sparen. Aber beim Raps ist es halt so, wenn die Wetterbedingungen passen, und da sprechen wir von so, ja, ab 18, 19 Grad geht es so richtig rund im Raps. Also da geht es so richtig rund. Und wenn der Boden schön feucht ist, dann da scheppert es, also in der Kiste. Und da ist so ein Honigraum mal locker auf 4-5 Tage voll. Ja? So ein Zander-Honigraum. Der ist komplett voll und da spricht man halt auch schon von 25, 20 Kilo Honig auf jeden Fall. Also, nee, also ich glaube nicht, dass da Raps ist. Ich glaube nicht. Ja, seht ihr es? Also nur frisch geackert. Naja, gut. Vielleicht ist er aber auch noch nicht ausgetrieben. Weiß nicht, schreibt es mal in die Kommentare, wann man so die ersten Raps-Dinger sieht. Aber normal sieht man doch die jetzt schon. Ja, normal müsste man die jetzt schon. Doch, da müssten so Dinger rausstehen. Sieht jetzt nicht so aus. Sieht wirklich nicht so aus. Vielleicht ist es aber wieder sowas wie ein Phacelia-Feld oder kann auch sein. Das ist zwar nicht groß, aber
wie gesagt, es geht ja da hinten weiter. Da sind ein paar so Felder, so kleine. Der Rest ist ja alles so Naturwiese. Die wird einmal im Jahr gemäht, im Spätherbst. Und also es wird nicht oft gemäht hier oben. Das ist sehr selten, sehr, sehr selten. Im Gegenteil, es wird eigentlich immer mehr rekultiviert, sagen wir mal so. Ich hoffe, der Ausdruck passt, ist da stimmig. Aber ja, jetzt bin ich mal gespannt, was da vorne ist. Da geht es jetzt mit den Wiesen an und dann geht es normalerweise rechts rauf. Ja, die hier, die ganzen Bäume, hier sind ja, wir haben hier Obstbäume. Das ist ein, was ist das hier, was ist das? Sieht aus wie Apfel. Nee, das ist kein Apfel. Das ist sowas wie Zwetschgen. Und das ist eher, wie gesagt, so Mitte Sommer, Spätsommer, da blüht hier alles hier. Und da drüben, da die ganzen Dinger. Und auch hier, da haben wir ganz viel Robinien. Wer es nicht weiß, Robinien werden auch in Deutschland gern Akazie genannt. Ich finde es eigentlich nicht so richtig, weil es ist eine Robinie und eine Robinie soll auch Robinie heißen. Aber es ist vom tendenziell ist es eine Unterart und der Honig ist sehr akazienähnlich. Also deswegen wird der auch unter Akazie so verkauft anscheinend. Oh, was haben wir hier? Das ist neu. Also auf der Position hier ist es neu. Das ist wirklich neu. Ein Riesenfeld. Jetzt schauen wir mal, ob wir das umgehen können. Aua. Im Notfall, ich sehe es ja auch an mit der Drohne, beziehungsweise ihr seht es ja wahrscheinlich jetzt schon. Ich sehe es dann mit der Drohne. Ob da hinten jetzt... Ja, das ist irre. Was mich jetzt da interessiert, ich weiß nicht, haben wir da irgendeinen Bauer vielleicht, der das Video so schaut, ein Landwirt, der mir jetzt sagen kann, wird jetzt sowas dann einmal gemäht und dann liegen gelassen? Ja? Weil für Biomasse ist es wahrscheinlich jetzt schon, ja, ist ja komplett ausgetrocknet, das Ganze. Ich weiß nicht, ob das dann Sinn macht für Biomasse oder ob das jetzt einfach niedergemäht wird, liegen gelassen oder ob da gar nichts gemacht wird, dass es einfach so bleibt, wie es jetzt ist. Ja, das habe ich keine Ahnung, keine, wirklich keine Ahnung. Ja, das ist, jetzt gehen wir mal darauf. Und dann gehe ich nämlich da vorne rum und dann bin ich wieder beim Auto. Und dann werde ich mir die Drohne schnappen und werde das Ganze dann mit der Drohne nochmal so gemütlich dahin fliegen. Boah, hier ist matschig. Nein, hier ist ein... Ah, doch, hier. Also wir sind jetzt Luftlinie, geschätzt 100 Meter von mir, vom Bienenstand entfernt. Okay, hier haben sie definitiv aber Gülle aufgetragen. Also ich weiß nicht, ob das Gülle ist. Nee, ist zu körnerhaltig. Keine Ahnung, was das ist. Naja, stinken tut es nicht. Hier ist auch nochmal ein Feld. Da geht schon irgendwas auf. Also da geht irgendwas schon auf. Weil es ist immer eigentlich, ich habe immer hier ein Rapsfeld in unmittelbarer Nähe. Im Umkreis von 100 Meter ist mindestens immer ein Rapsfeld bei mir. Und ich habe mir vorgenommen, das übersehe ich nicht mehr. Man merkt es aber an den Völkern. Also wenn die ein Rapsfeld entdecken, das auch wirklich honigt, wo Nektar reinkommt, das merkt man sofort an den Völkern. Kann ich euch garantieren, wenn das einer noch nie gehabt hat. Keine Angst, euch fällt das auf. Extrem starke Zunahme am Gewicht. Sehr viele Pollen und die Völker explodieren. Also die Völker explodieren. Ja, da hinten das Gewerbegebiet. Das ist Haselbach, ist das. Meine Arbeitsstätte ist übrigens, warte mal, dass ich euch das richtig zeige. Da ist das weiße Gebäude, hier ist das, da. Da hinten, Luftlinie sind es, ich glaube 24 Kilometer oder 26 Kilometer. Aber es ist nichts, ne? Es ist hier nichts, es ist zwar irgendwas aufgebracht,
Oh, sehr viel Löwenzahn sehe ich. Sehr viel. Haben die da vielleicht irgendwelchen Samen aufgebracht? Ja, der da dabei ist. Weil hier sprießen lauter ganz frische Sachen raus. Zwischen denen Sachen. Muss hier wieder rüber auf dem Weg. Dass es vielleicht Samen sind. Naja, werde ich sehen. Also spätestens in 6 Wochen werde ich das sehen. Oder ob das auch sowas wird wie da überall. Ja, hier haben sie auch rekultiviert, also auch so eine Wildwiese hergezimmert. Also ich finde schon, ich habe da sehr viel Glück bei meinem Standort. Wirklich, ich finde schon, dass ich da sehr viel Glück habe. Da halt da, ja. Ich habe eigentlich immer Tracht. Ich habe immer Tracht, wenn das Wetter einigermaßen mitspielt. Wenn natürlich das Wetter überhaupt nicht mitspielt, dann ja, ist vorbei. So ein bisschen spazieren gehen tut irgendwie gut. Tut wirklich gut. Ist Entspannung. So, jetzt sind wir gleich wieder normalerweise. Ja. Sind wir gleich wieder bei mir daheim. Ah, hier ist auch nichts. Alles Wildwiese. Ja, da seht ihr es, also die Dornen, die haben da ganze Bereiche zum Teil eingenommen. Da ist aber ganz viel so Brombeerenzeug. Also Brombeeren und so ist da alles Wahnsinn. Das ist alles voll da drin. Ja, und die hier. Die Spitzenkollegen, oh, ich muss in die Mitte, sonst legt es mich nieder. So. Ja, ich hoffe, euch geht es alle mit den Völkern gut. Also, bei mir passt bis jetzt alles. Sieht auch so aus, als ob das so bleibt. Also, dass die Völker über dem Berg sind. Richtig sagt man so in der Imkerschaft. Ende April wird abgerechnet oder so. Oder früher, ja, noch, immer noch. Naja, ich hätte gesagt, Anfang März kann man schon, also bei uns hier definitiv abrechnen, weil dann kommt eigentlich kein großer Wintereinbruch mehr. Dann kommt auch schon in der Regel die Tracht. Ah ja, Obstbäume. Mal schauen. Der hier ist neu. Herr Tumpfinger, wenn du noch da bist und das Video schaust, was ist das? Was ist das für ein Baum? Also es ist definitiv ein Obstbaum. Ja, hier haben wir Zeit lang. Das ist auch lustig bei uns hier. Da hinten im Wald, da war ich, es gab eine Zeit, ja, ist noch nicht gar nicht so lange her. Da war ich regelmäßig joggen. Das werde ich jetzt dann auch wieder einführen, wenn mein Knie ein bisschen besser ist. Also wenn nicht, werde ich es auch trotzdem einführen, dass mein Knie wieder besser wird. Da hinten, da sind mitten im Wald wahllos Obstbäume. Also da ist vom Marillen, Apfelbaum, Birnen, Kirschen, Sauerkirschen, Süßkirschen. Also da ist wirklich alles da. Und das Coole finde ich, da hat sich mal einer anscheinend dran gemacht zu veredeln. Ja? Hey, da hängt ein. Hey. Schaut mal, was da hängt. Da geht anscheinend jemand hoch und füttert die. Hat hier ein Vogelhäuschen aufgehängt. Es ist auch befüllt. Hier sind ein paar Maiskörner. Ja. Nicht schlecht. Ja, da ist ein Vogelnetz. Ja, das nehmen wir mit. Das schmeißt man mit weg. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ja, hier ist ein Fußballplatz für die ganz Harten. Auf jeden Fall, da hinten hat sich jemand den Spaß erlaubt und hat anscheinend geübt, so Bäume veredeln. Ja, das sind Bäume, die haben da drei verschiedene Apfelsorten dran oder vier, genauso von den Marillen.
Und es ist cool. Ich bin da nur aufmerksam, wenn ich den Apfelbaum. Und da hingen halt ganz verschiedene Apfelsorten. Auf einer Seite war es eher so Winteräpfel, also so Lageräpfel. Am anderen auf der anderen Seite vom Baum ganz süße Äpfel und die waren richtig schön rot, knallrot. Das ist cool, das ist wirklich. Das zaubert einen ein Lächeln ins Gesicht. Ja, sonst ist hier eigentlich. Oh, Baumbruch. Baumbruch. Wer war denn das? Oh, den Baum hat es komplett rum. Ja. Den Baum ist komplett rausgerissen. Ah. Aber das sieht man aus. Da hat der Blitz eingeschlagen. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Da ist richtig, hier ist richtig verkohlt. Naja, so ist die Natur. So, dann. Wie lange sind wir spazieren gegangen? 14 Minuten. Das passt. Das passt. Dann wünsche ich euch noch einen wirklich schönen Tag. Ich hoffe, euch hat mein kleiner Spaziergang gefallen. Wenn ihr mehr sowas sehen wollt, wo wir uns einfach mal so die Gegend anschauen, dann schreibt es einfach mal, weil dann nehme ich euch, vielleicht gehen wir auch mal dahinter in den Wald. Das ist übrigens ja, ist ja der Bayerische Wald schon. Bei mir hier. Und der geht dann, wie gesagt, hunderte Kilometer Pampa. Da kannst du in die ewigen Jagdgründe laufen. Dann bin ich wieder beim Auto. Dann starten wir mal Projekt Drohne und Fliegerrunde. Tschüss. Und wir sehen uns auch bald wieder bei den Bienen. Aber es ist halt einfach das Wetter zu kalt. Minus 2 Grad ist halt nichts zum Bienenarbeiten. Tschüss.